Was macht er denn jetzt schon wieder da oben? Wir sollen das kein Feuerwerk anschauen. Also zur Zeit geht's richtig ab, Einnahmen technisch irgendwie. Aber ja, richtig gut. Naja, ist auch was anderes. Jedenfalls sind wir jetzt bald bei nur mehr 5000 Darlehen. Also kriegen wir das in Forschungsforderung, glaube ich. Yo, wieso ist eigentlich mein Verkehrswert gestiegen? Ich habe eine Idee, was ich mache. Ja, reicht's jetzt einfach mal. So. Aber jetzt anders. So. Es werden nämlich andere Geschütze aufgefahren. So. Alles klar. Machen wir das jetzt hier so. Jetzt hat. Bauen wir hier hoch einen Aufstieg und bauen hier jetzt einfach einen Park hin. So. Mit dem man hier auch was anfangen kann.
sollte ja nicht verboten sein. Ich meine, wer Landschaftsgestaltung erlaubt, der genehmigt mir solche Sachen hier zu machen, wie einfach mal diese ganze Ebene hier einzuebnen. Ich meine, dafür ist es ja auch eine Ebene. Außerdem haben wir hier theoretisch auch noch so eine. Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Das andere, wie mir darüber kommt, das weiß ich im Moment noch nicht so genau. Habe ja noch kein sonderlich wirkliches Konzept für. Aber hier wird auch dieses Teil hier kommt auch nach unten. Oh Gott, ist das gerade laut. So. So kann man hier zumindest ein bisschen was machen. Attraktionen. Anders kann man diese Insel gar nicht nutzen. Aus Park. So. Jetzt brauchen wir da natürlich erstmal einen Weg hin. Das mache ich jetzt natürlich wieder mal in meiner klassischen Manier als Geli. Die ihr ja schon von mir kennen dürftet. So. So. Tak, tak. Okay. So. So, und das jetzt nochmal überarbeiten. So. Okay. So. Okay. Und jetzt? Haben hier schon mal den ersten Aufstieg zur Zwischenebene. Und wir brauchen hier einen höheren Verkehrsleiter, deswegen haben wir jetzt einfach auch mal die Paradies-Twiste gelöscht. Das brauchten wir, haben wir nicht gemacht, um das Geld zu kriegen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also im anderen Park steht die Paradies-Twiste noch. Da habe ich allerdings von Anfang an diesen Weg hier gemacht, den ihr jetzt seht. Ist zwar ein bisschen anders trassiert, aber im Grunde genommen passiert es sowieso früher oder später immer, dass ich diesen Weg hier baue. Einfach weil es schöner und logischer ist.
So. Jetzt haben wir dann hier das Tolle dran. Es gibt nämlich einen Sessellift. Den bauen wir jetzt. So, natürlich haben wir jetzt hier natürlich auch das kleine Problem, dass Terra nicht mitspielt. Na, das kriegen wir hin. So. Okay. Nein, noch einen hoch. So. Leider nicht durchschnittswert. Hier wieder den hier. Jetzt haben wir hier den Klassiker. So. So, und hier unten ist die Talstation. So, jetzt kommen hier zumindest die Leute schon mal hoch. So. Ja, und damit steigern wir jetzt übrigens den Verkehrswert. Das ist doch was. Das dritte Wort in diesem Let's Play ist doch ein M, oder? Zählt er jetzt ja nicht so genau mit, aber so gefühlt. Warte mal, so machen wir eine Forschung. Ich muss jetzt auch mal auf die Kinderpollen gehen. Aktuell haben wir echt ein paar weniger Attraktionen nur. Wirklich ein bisschen zu wenig, was hier gerade ist.
So, und jetzt gehen hier dann die Leute alle hoch. Ja! Gut, ich glaube, damit hätten wir das hier auch schon erledigt. Machen wir das mal so. Das war jetzt auch irgendwann mal das Feuerwerk, ne? Also das Ding steht einfach auf dem Weg. Gut. Was sind denn hier Zäune? Das nehmen wir dann. Wir könnten einen Klipperzaun. Oder Pirat. Macht sich sogar einen Klipperzaun, das ist gut. Also dann steht so eine Lücke. Dann nehmen wir doch den Piraten. Dann steht auch diese Lücke, aber die sieht man dann nicht sofort. Warte mal, was ist denn überhaupt der Wegpunkt? Wahrscheinlich der Knoten hier unten, oder? Alles klar. Der Typ kommt ja gar nicht zum Sehen der Mixmaster. Voll doof gerade. Soll es auch immer nichts machen. Und wir starten. Er hat schon wieder nicht gesehen, oder? Jetzt betrachtet er bitte. Hat er das Ding jetzt eigentlich irgendwann mal gesehen?
Na komm. Wo ist der jetzt schon? Ey. Ist das dem so ein fucking Ernst? Wie oft muss ich das jetzt noch verheizen? Der möchte ein Feuerwerk sehen, aber schau sich's nie an, ey. Was für ein Vollidiot. Was macht er denn jetzt schon wieder da oben? Er soll das kein Feuerwerk anschauen. Alter, weh, ich hab den Typen jetzt nicht beeindruckt, ey. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Dass der dieses Mixmaster-Ding nicht einmal gesehen hat. Hey. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Ich baue jetzt einfach mal einen zweiten Sessellift. Ich davon ausgehe, dass ich hier irgendwann mal hingehen. So, habe schon mal eine zweite Parkverbindung gebaut. Wir müssen ja konsequenterweise wieder mit den Stützen hier arbeiten. Wenn wir gar keine so hohen Bahnen haben, dass wir Fachwerk bräuchten. Doch, ja, das ist cool dran.
Lol, wieso haben wir auf einmal nur so wenig Geld? Sag mal, sieht der das nicht oder was ist mit dem VIP kaputt? Ach, der ist noch nicht da. Ja gut. Also ich glaube, es ist die hier. Ein VIP ist angekommen. Alles klar. Ich mag schöne Gesichter. Na super. Mich das auch interessiert, Herr Baschen. So. Na weh, da sieht das jetzt nicht. Ah. Zu viel. Dürfte wohl hoffentlich das Angabe reichen. Alter. Jetzt habe ich mir nicht mehr genug Geld, um es hier eine schöne Verschönerung hier zu kaufen. Alles klar. Ein Rotor. War dann schon mal eigentlich ganz cool. Ich hab nichts. Ja, Leute, wieso meint ihr eigentlich das hier? Das kostet mich ja sowieso fast nichts. So stimmt das. Boah. So. Wo ist denn der Rotor? Hier ist der Rotor. So. Hm.
Also noch die nächste Sache, ich muss irgendwie noch mein Verkehrssensor steigern. Ist hier oben. Also das ja generell. Halt. Das Szenario erfüllen können. So, wackelt, oh, da gut, da haben wir nichts mehr. Wir haben halt echt nur die Sachen hier gebraucht haben, das ist ja freigeschrieben, ne? Lass mich raten, dann sind wieder 5 Leute verirrt oder so. Ne, verirrt sind gar nicht mal die ganzen Leute. Ja, der VIP hat keinen Bock mehr. So. So. Können wir auch alles wieder runterdrehen, weil ist ja völlig egal, das machen wir nur 700 Besucher, oder? Oh Gott, wie soll ich die denn hier alle reinkriegen? Hier oben kann ich auch keinen Lift oder sowas hinbauen, das ist aber doch vielleicht über so kann es gehen. Das ist halbwegs hin heute irgendwie. Sonst ein Lift so zu bauen, dass er fix schon an die alte Infrastruktur anknüpft. Scheint mir eher unmöglich, weil er jetzt. Aber warte mal, doch. Das mache ich. Versuch ist es wert. Ja, löschen. So. Ja, Alter. Nice. Toll.
Okay. Okay. So. Und da haben wir das, was jetzt hier so möglich ist. Toll. So. Das ist jetzt hier wieder der klassische langweilige Part dann. Und ja. So. Oh Gott. So. Haben wir mittlerweile schon mal neue Attraktionen oder sowas? Nicht wirklich. Warte mal, erforschen wir überhaupt? Ne, doch, wir stecken schon noch Geld in die Forschung. Interessant. Okay, die warten auf die Gruppe. Ja gut, sobald die ersten irgendwo verirrt sind, haben wir nämlich echt ein kleines Problem. Naja. Ah ja, so. Passt erstmal. Weil ich weiß immer, gute Einnahmen irgendwie die ganze Zeit. Keine Ahnung, warum der Park auf einmal läuft. Aber lol, wir stehen sogar kurz vor den Dingern hier. So, die müssen ja nur reinkommen. Und
40 Leute sonst zu überreden, mit kostenlosem Eintritt hier reinzukommen, ist doch eh schon mal gut. Also hoffe ich zumindest. Geht doch. So. Damit hätten wir das auch geschafft. Coupons für freien Eintritt. Man kann sagen, was man will, aber das ist doch schön, der Park, oder? Gut, zugegebenermaßen, man muss da Fairness halber dazu sagen, diese Sessellift-Stützen, die ich hier eingefügt habe, die sind im für normalen Spieler nicht verfügbar. Das ist ein Mod, der diese Wände einfügt, mit dem man diese Stützen machen kann, genauso wie die Fundamente. Aber ich finde es einfach viel schöner, wenn die Stützen zumindest halbwegs realistisch sind, was in diesem Fall jetzt auch der Fall ist. Jedenfalls haben wir Rollercoaster Tycoon 3 damit sogar durchgespielt. Paradies. Spannendes Ganze, oder? Paradies auch. Ja. Ne? Also man sieht jetzt, wir haben hier auf Geisterstadt haben wir sogar überall zwei Sachen zur Auswahl. Weil ich dumm war. Und das war das Let's Play von Rollercoaster Tycoon 3. Das nächste Mal geht es dann tatsächlich weiter mit Soaked. Mit dem Level Captain Blackheart's Piratennest. Aber das machen wir aber ein anderes Mal. Das heißt, wir können die Karriere schon mal starten. Dann Let's Play. Man kann gespannt sein. Bis dahin und auf Wiedersehen.